So, Paradise, ach, sag ich schon Paradise Hotel, Love Island, Folge 9, wieder hochgradig spannend. Ich wollte mal sagen, ich habe jetzt wenig gesagt zu Marc und Anna. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, könnt gerne mal kommentieren. Ich weiß nicht, es kommt mir irgendwie ein komisches Gefühl bei den beiden. Also, es wirkt so vertraut, aber ich weiß auch nicht, wirkt auch ein bisschen so, als wenn die beiden. Weiß ich nicht, einfach da, oh, jetzt sind wir so zusammen und jetzt ziehen wir das durch bis ans Ende von Love Island und gewinnen das vielleicht. Aber Love Island ist ja auch zu gucken, was ist, welcher Essen jetzt so der richtige für mich. Und ich weiß auch nicht, ich habe da irgendwie ein komisches Gefühl bei den beiden. Aber egal. Ansonsten wieder spannende Folge heute. Ja, schauen wir einfach mal rein, würde ich sagen. So, jetzt gucken wir uns erstmal Luca an und die neue Granate, Natalia. Schauen wir mal rein. Kurs verfallen. Schritt 1, Hand außer Hose. Schritt 2, wortloses Kraulen. Ich hatte meine ganz eigene Taktik, um ihr Herz zu gewinnen. Man nennt es die einarmige Hypnose. Ja, das ist so richtig klassisch oldschool. Irgendwie so ein bisschen massieren. Also kann ich mich so daran erinnern, so an 10., 11. Klasse, wie komme ich an die Frau ran, aber total oldschool, aber gut, ich weiß nicht, also auch bei der Natalia, das ist irgendwie ein komisches Gefühl, die ist ja auch, ich finde es mal ein bisschen doof, wenn bei Love Island dann Leute reinkommen, die, keine Ahnung, auch schon in anderen Sendungen waren irgendwie, aber egal. Aber auf jeden Fall total oldschool, aber scheinbar effektiv. Und ist auch mal, also ich finde es ja auch besser als dieses ganze Gelaber. Wie findest du mich eigentlich? Und dieses ganze Blabla, einfach mal Körperkontakt aufnehmen, mal gucken, wie es läuft. Sie kuschelt sich dann an ihn. Ja, alles klar. Und nochmal nächster Clip. Der gibt sich auch richtig Mühe. Ja, auch das, also ist ja für mich so als jemand über 50 herrlich, dass das die ganzen jungen Kerle gar nicht mehr machen, diese ganze Oldschool aus dem Mantel helfen, weiß ich nicht, mal einen Stuhl ranrücken oder Tür aufhalten, also diese ganzen Sachen stehen auch die Frauen heute drauf noch, total. Das ist einfach, eine Frau den Hof machen, das ist in uns biologisch angelegt. Wird viel zu wenig genutzt in jüngeren Generationen. Also wenn hier jüngere Männer zugucken, könnt ihr echt Punkte sammeln. Aber Luca macht das und würde man behaupten, das gefällt so ziemlich jeder Frau. Ja, jetzt gucken wir mal Aurelia. Hören wir mal kurz rein. Komisch. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der noch nie verliebt war. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit so ein Mensch braucht, wie ich mich auf den einstellen soll. Ich will ihn nicht bedrängen, ich will ihn nicht einengen. Und weißt du, so in der Vergangenheit habe ich noch nie mit einem Mann irgendwie Dates gehabt oder näher kennengelernt, der nicht 100% mich so krass wollte. Weißt du? Ja, Aurelia ist voll. Es ist eine verrückte Sache in Beziehungen. Je mehr dann, wenn das mal einmal so ein Band geknüpft ist und je mehr sich einer zurückzieht, umso mehr gibt der andere Gas. Also sie ist, ich nenne das immer so Pluspol. Sie ist voll drin. Voll drin, macht sich nur einen Kopf und es ist, also es ist irgendwie, was sagt die Belina später, das ist wie so ein. Ach, egal, ich komme gleich noch drauf. Aber es ist, als wenn man diesem Autounfall, wo man nicht weggucken kann, sagt sie, glaube ich, ne? Das ist wirklich, oh Mann, ey. Das ist, es tut mir auch irgendwie echt leid, aber sie sieht, aber es ist halt so, sie sieht einfach die Zeichen nicht und rutscht da jetzt immer mehr rein. Ey, ich bin mal gespannt, wo das noch endet. So, dann kommt so eine Übung mit dem Fahrrad, wo man so, ja, also da muss man pikante Fragen beantworten und Henrik ist halt auch dran und Henrik ist einfach knallhart irgendwie. Ich meine, das ist dieses, glaube ich, viele Leute zu tun haben, dass dann jemand so voll in seiner Polarität ist und gleichzeitig aber einem vielleicht nicht gut tut mit seinem krassen
einfach sehr auf sich bezogenen Verhalten so. Ja, er sagt dann halt, also dann geht es so darum, ja, was weiß ich, hättet ihr jetzt auch privat, werdet ihr dann so, geht das jetzt weiter bei euch zu Hause und so. Ja, und er sagt dann, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Und noch so ein paar krasse Sachen. Ja, und bringt sein Couple dann schon wieder zum, weiß nicht, zum 100. Mal zum Heulen irgendwie. Gerade heulen, echt. Entspannt, ich warte ja ab, bis ich mit ihm geredet habe. Komm, Schatzi, hab, ich bringe dir meine Gedanken, du redest dir einmal alles dich. Vom Herz, alles was... was auf. Aber was hier so schön zu sehen ist, ist, dass Polarität alles schlägt irgendwie. Ne? Also er kann sich echt benehmen wie die Axt im Walde irgendwie mehr oder weniger. Und ist aber aufgrund seiner Art, die auf anderen vielleicht eben auch das andere halt unempathisch ist oft... ist halt so in seiner Polarität, dass es alles schlägt irgendwie, ne? Und also klar, ich meine, sie könnte, ist natürlich auch, sie spiegelt sich da drin natürlich auch in dieser, dass sie sich nochmal einschenken lässt und nochmal einschenken lässt und nochmal, aber gut, das ist mehr Thema auf meinem anderen Kanal. Ja, es ist krass und ich wirklich alle 3 Stunden ist sie gefühlt am Heulen und es ist aber, ist eben total ergeben. Ist echt, wirklich. Kann er kaum zugucken, nicht? Hören wir mal rein, wie Henrik das sieht, die gerade Situation. Wenn du es halt fühlst, wenn du es auch willst. So. Und wenn nicht, dann sag's ihr. Ich habe halt keinen Bock die ganze Zeit. Weißt du, ich bin ja nicht mit ihr zusammen oder so. Oder weißt du, ich liebe sie ja nicht oder so. Deswegen komme ich dann nicht die ganze Zeit an, als ob wir so ein Pärchen sind, weißt du so. Ja. Digga, das ist halt einfach nicht so meine Art. So. Ja, tut echt wie beim Zuhören. Also, aber so ist das. Das. Also wer sich immer fragt, ob die Leute, die so, wie ich das mal so nenne, Minuspol, was mit denen los ist, ja. Also ist auch egal, aber auf jeden Fall. Er fühlt es einfach nicht. Er fühlt es einfach nicht, er ist fein damit, er nie kommt das auch nicht ran, er ist so in seiner Welt und ja, also hat er überhaupt kein Problem und ja, also lebt sein Leben und sagt, ey, wir haben noch hier gar nichts was, während sie denkt, sie sind das mega heiße Couple und total in love. Also ist schon echt sehr ernüchternd. So, jetzt kommt Chiara, also da hört mal richtig rein. Das Ding ist, ich glaube halt einfach, dass ihr in einer bestimmten Hinsicht zu verschieden seid. Weißt du, wie ich meine? Wie du schon gesagt hast, du bist ein Mensch, der unheimlich viel Liebe und Aufmerksamkeit von dem Mann braucht. Und Henrik ist ein super ehrlicher Typ. Ne? Aber ob er dir halt dann das geben kann, was du brauchst, ist eine andere Sache. Also, ich ziehe meinen Hut vor, ja. Also besser könnte ich sowas nicht sagen. Also, der Hammer. Weil sie legt die Finger genau in die Wunde. Du erwartest was anderes als er. Man kann ihm teilweise noch nicht mal einen Vorwurf machen, weil er komplett, ja, nee, komplett nicht. Aber an manchen Punkten ist er, also man kann jetzt nicht sagen, dass er sein Wesen so völlig verheimlicht da, klar. Ja, er hat sie angelogen. Also vermute ich, weiß es nicht, aber, also ich glaube, aber an vielen Punkten ist er auch, sagt er auch ganz klar, was Sache ist. Und ja, und sie lebt immer in so einer Fantasiewelt, wo Henrik halt anders ist. Und das bringt, finde ich, Chiara hier super auf den Punkt. Und also besser könnte man es eigentlich nicht sagen, aber sie hört nicht drauf, ne? Ich meine, Henrik ist halt Henrik. Also das, was ich mal wieder sage, man kann Leute... Du kannst aus Henrik nicht Luca machen oder, na gut, Luca ist jetzt wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Man kann aus Henrik jetzt nicht Marc machen. Also Henrik ist Henrik. So, ne, das ist immer wieder das Elende, dass man die Leute anders haben will, als sie sind. Sie sind aber, wie sie sind. Und so voll, so toll, doll war, also verstecken tut das jetzt auch nicht, ne, finde ich. Also besser könnte man es nicht sagen. Ihr seid in bestimmter Hinsicht total verschieden. Also wertfreier kann man es nicht sagen und trotzdem matcht es halt total, weil es ja, matcht es auf der Anziehungsebene so, weil sie halt, ja, weil das wie plus minus trotzdem auf einer Kompatibilitätsebene matcht es halt überhaupt nicht irgendwie, ne? Das muss man, wir wollen völlig verschiedene Sachen, die beiden.
Und man will immer wieder den Kopf durch die Wand kriegen. Also es ist wirklich grandios dargestellt, finde ich. Also während Henrik denkt, er sieht ja noch gar nicht richtig zugange hier, ist für sie, ja, sie versteht die Welt nicht, ne? Also ich finde es großartig. Problem ist jetzt, häufig in der Realität, weiß nicht, wie es bei Aurelia ist, dass wenn jetzt ein Mann kommt und sagt, ja, ich möchte dir gerne die Aufmerksamkeit geben und all die Liebe, die du brauchst, dass dann wahrscheinlich für Aurelia keine Chemie da wäre. Das ist so das Verrückte, ey. Weil das ist halt selten, dass Männer ja so eine gewisse Polarität und aber auch eine gewisse Ehrlichkeit zu so vereinen können. Das ist schwierig so, ne? Also sie hat sich da echt total verfangen und es sind wirklich wahre Worte von, also in meiner Ansicht nach wirklich total wahre Worte von Chiara. Und also krasser, also diese, wie unterschiedlich die das sehen, krasser habe ich es wirklich noch nicht gesehen bisher in dieser Folge. Und also es tut mir auch irgendwie echt leid, aber man sieht auch Aurelias Anteil, sie rennt wirklich vor diese Wand quasi, ne? Das ist so, zwei sind ja jetzt frei. Chiara könnte ja jetzt da mit dem anderen Single, der noch übrig ist, da zusammen. Wir hören mal rein. Und ich wollte gerade irgendwas sagen. Ach so, ist irgendwas an dir gemacht? Mann, wieso fragt man denn sowas? Warum denn nicht? Ja, also also wenn man das mal sieht, das jetzt hier und wie Henrik das macht, irgendwie so, also Henrik ist einfach super charmant und bis er halt nicht mehr charmant ist, aber am Anfang super charmant und das ist, also hölzerner geht's kaum, ey. Ist bei dir was gemacht? Also das ist, oh Mann, ey, ist so schlimm, ey, wirklich. So, dann führt Henrik nochmal Gespräch mit Tim, glaube ich, und sagt mal so ein bisschen, was für ihn das Problem hier ist. So genau wahrnehme, was eine Person gerade möchte oder für Bedürfnisse hat. Zum Beispiel wie Aurelia auch jetzt in der letzten Zeit. Ja, das ist, glaube ich, genau, also es ist wunderschön wertfrei ausgedrückt, dass er das einfach auch nicht wahrnimmt, ne? So, wo steht Aurelia? Also echt schwierig, also das wird ja ein paar Mal hier thematisiert, dass er da echt so ein bisschen Empathiethemen hat, dachte er selber. Und ja, kann man, wenn man jetzt nur ihn sieht, kann man sagen, ja, feiner Kerl, er sieht es einfach nicht. Also das finde ich das Schöne an dieser Sendung, dass es so, man kann sich das so wertfrei angucken, ohne jetzt irgendjemanden zu verurteilen oder so, sondern einfach sehen, wie es dann auch in der Realität häufig ist. Man fragt sich immer, ja, was geht denn jetzt in so einem, was ich immer so Minuspol nenne, Minuspol vor, was geht im Pluspol vor? Kann man hier super sehen. Das kann man natürlich sagen, ist vielleicht gestellt, aber dann ist es verdammt gut gestellt, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt kommt so das Rad der Wahrheit. Da ist jetzt Luca drauf. Schauen wir mal rein. Bist du hier hingekommen mit der Intention, bekannt zu werden? Unter anderem, ja. Ich war es ehrlich, aber es war schon hart. Nimm mich richtig auseinander, ne? Ihr wollt mich alle schon wieder richtig hops nehmen hier. Ja, es ist wirklich so, Digga. Es ist nicht normal. Wenn du Love Island gewinnen würdest, würdest du das Geld teilen? Vielleicht, weiß ich nicht. Also, es kommt immer auf die Situation an. Ja, also er hat da, glaube ich, jetzt einen richtigen Fauxpas gemacht, weil ich glaube, es wird üblicherweise, teilen die das Geld. Das kam jetzt, glaube ich, nicht gut an irgendwie. Naja. Zweite Frage ist ja, kommst du hierher, um bekannt zu werden? Es ist, ich meine, da finde ich die anderen ein bisschen unehrlich. Also, ich meine, Luca ist echt teilweise sehr hölzern, finde ich, und keine Ahnung, aber alle gehen dahin, um bekannt zu werden. Also, behaupte ich mal. Also dann, und vor allen Dingen jetzt das Natalia. Okay, ich glaube, die stellt einfach nur die Fragen, weiß ich nicht. Aber ich meine, Natalia war, glaube ich, schon irgendwo beim Bachelor. Also, ich meine, hallo? Die natürlich gehen Leute dahin, um bekannt zu werden, ne? Aber das, glaube ich, finde ich so ein bisschen Doppelmoral. Ja, dann gucken wir mal das bisschen das Leiden von Aurelia während Henrik. Hat dein Couple dich schon mal abgeturnt? Ja, es fühlt sich halt. Auf diesem Fahrrad sitzt. Also, ich finde, man kann da echt nicht zugucken. Das ist so schlimm. Und man kann einfach sehen, dass
diese Fantasie, die sie hat über ihre Beziehung, dass sie mit der Realität einfach irgendwo nicht übereinstimmt, aber es wird einfach nicht gesehen. Und ich meine, da kann ich jetzt wirklich nicht sagen, dass Hendrik da nicht ehrlich wäre oder so. Also, es tut wirklich weh beim Zugucken. Okay, gucken wir nochmal weiter. Die nächste Sache, das ist jetzt der absolute Hammer. Mich toll an. Könntest du dir vorstellen, Aurelia eventuell auch so wie du sie kennst, auch zu Hause in deinem Tagesplan auch so mit zu integrieren? Also würdest du sagen, hey, sie passt da rein? Kann ich nicht sagen. Ja, ich meine, es ist ehrlich, also er ist ehrlich und aber Aurelia hat scheinbar ein anderes Bild von ihm und also es tut wirklich weh beim Zugucken, tut sie auch echt einerseits leid, andererseits läuft sie sehend da rein irgendwie. Aber gut, das ist halt genau diese Dynamik in diesen Situationen, aber es ist echt, an vielen Punkten muss man einfach sagen, dass Henrik da auch total ehrlich ist, aber das ist jetzt der entscheidende Punkt, weil er komplett in seiner Polarität ist. Ich meine, das ist ja nicht, dass Polarität alles ist, ne? Empathie, das sind auch ganz wichtige Sachen, denke ich. Aber Polarität gewinnt oft, ne? Und also zumindest, wenn das der andere sie gewinnen lässt und das tut Aurelia quasi und er ist halt voll, der ist voll drin, macht sich überhaupt keinen Kopf, macht sich überhaupt keine Gedanken und das ist in der männlichen Polarität ist das halt sexy und das überstimmt scheinbar bei Aurelia alles. Und aber das ist genau diese Dynamik dann, oh Mann, das ist so krasse. So, dann gibt es natürlich wieder Redebedarf. Jetzt gucken wir mal, wie die reden, die beiden. Keine Ahnung, ich fühle mich irgendwie so, als würde ich alles falsch machen. Du machst doch überhaupt nichts falsch. Ja, aber irgendwie schon. Nein. Ich habe das Gefühl, ich dränge dich immer mehr weg von mir. Ja, Aurelia ist komplett in dem, was ich immer so Pluspol nenne, komplett drin, verunsichert. Was mache ich falsch? Ja, wo sie einfach, aber gut, ich will das jetzt hier nicht alles erörtern, aber. Wäre gut, sie würde viel mehr Grenzen setzen. Sie wird, aber sie ist halt, wo sie ist, und die beiden matchen auch so eine ganz schräge Art. Und Mann, ey, das, ey, ich, das ist wirklich wie aus dem Leben gegriffen. Und sie ist jetzt komplett, wird immer mehr verunsichert, aber sie kriegt einfach, sie sieht die Zeichen auch nicht und kriegt den Absprung einfach nicht. Ne? So, jetzt sehen wir mal die andere Seite, gucken wir da mal rein. Und echt. Feuer, also ich habe manchmal ein bisschen Angst vor dir, muss ich ehrlich sagen, dass du mich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie nachts so auspeitschst. Ja, und da muss man einfach sagen, dass Henrik ist einfach super witzig. Also, und das zählt halt häufig mehr. Ne? Er ist super witzig, macht da wieder einen Spaß, ist lustig, ist calm, cool und confident, schmeißt über seine Schulter. Und ja, ich kann das irgendwie auch verstehen. Also, da fahren Frauen total drauf ab und. Und überstimmt halt und Aurelia das andere, ne? So, jetzt kriegen wir nochmal die andere Seite. Hören wir mal rein bei Joshua. Hey, Julio, wenn du Interesse an Chiara hast, dann mach. Ich halte dich da nicht auf. Ich finde es natürlich nicht geil. Aber wer bin ich denn, dass ich dir die Chance verwehre, jemanden kennenzulernen, der eh kein Interesse an mir hat? Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist ein starker Move von dir, aber ich bin ehrlich. Ja, aber was soll ich denn machen? Ja, trotzdem. Ja, Joshua ist jetzt, wo viele Frauen sagen würden, ja, genau so einen will ich haben, der sieht gut aus und der will mich haben. Und der sagt sogar, Mensch, wenn dir jemand anders besser zu dir passt, dann nimm den irgendwie. Und wo man genau sagen würde, ja, das, so muss er sein. Aber Chiara will ihn nicht, weil es wieder dieses verdammte Polaritätsthema ist. Sie redet dann auch nochmal mit Melina, schauen wir auch mal rein. Er ist so unfassbar lieb und süß und ich würde mir auch so wünschen, dass die beiden einfach wieder zusammenfinden. Das ist so scheiße. Ich immer mit meinem Entscheidungsproblem, Alter. Und das ist so typisch. Sie kann über dieses, dass sie das Gefühl hat, sie hat keine Polarität, sie hat keine Chemie mit ihm, da kann sie einfach nicht drüber weg. Sie kann tausendmal sich sagen, ist ein feiner Kerl, er ist nett, er will mich so, er sagt genau die richtigen Sachen. Das ist leider, vor allen Dingen, wenn man, wie soll ich mal sagen, wenn man seine eigene Dynamik da noch nicht so richtig durchschaut hat, würde ich mal sagen, ist, also überstimmt Polarität alles irgendwie, ne? Nicht bei allen, das kann man auch, also Melina wird das glaube ich nicht passieren so, die jetzt, aber gut, das ist wieder eine andere Thematik, ich will das jetzt auch nicht zu sehr aufdröseln hier.
Aber da sieht man genau das Nice Guy Dilemma hier, ne? So bitter, ey. Ja, wie dann Chiara sagt, er ist so lieb, er ist so süß. Aber er ist halt nicht in seiner Polarität, man wirkt da nicht männlich und wir sind fucking Säugetiere, ey. Es ist so. So, jetzt überlegt sich die Regie dann, okay, die beiden dürfen die Nacht in der Private Villa verbringen. Wir gucken mal, wie Henrik darauf reagiert. Ich kann dir nur sagen, ne? Mach dich auf was gefasst. Nein, Spaß. Nein, Quatsch. Nein, ich freue mich einfach, ne, dass wir ein bisschen Zeit für uns haben. Ich glaub, komplett selbstbewusst, voll in der Polarität, voll männlich, null Selbstzweifel. Das ist sexy, ne? Und ja, und das darf man jetzt ja auch mal spoilern hier. Er liefert dann auch ab, ne? Also die, wo ich denke, ey, oh, die hatten dann echt ernsthaft Sex da in der Villa. Also ja, also gibt es, glaube ich, keine Zweifel dran, nicht unter der Bettdecke und was weiß ich. Und ja, er liefert dann ab und keine Selbstzweifel, aber auch komplett bei sich irgendwo. Auch danach geht er dann an rauchen und oh, das ist wirklich. Und ich fürchte, Aurelia wird das noch bereuen, dass sie das gemacht hat. Also, aber egal, das Leben ist ein verrückter, echt ein verrückter Haufen hier und die leben halt, die beiden, das muss man auch sagen. Gut, bin gespannt, echt gespannt, wie es weitergeht. Und abonniert, kommentiert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.